Ja, bei mir steht jetzt ein ganz großer Star, nämlich der Sieger aus Deutschland sucht den Superstar der 5. Staffel, Thomas Godoy. Herzlich willkommen in Österreich. Ja. Was verschlägt dich hierher? Ja, natürlich das Fußballspiel hier, die ganze Aktion hier, die hier stattfindet. Und ich habe mir gedacht, ich werde natürlich auch dabei sein bei den Roten Nasen und werde natürlich mein Bestes geben. Heute hier viele große Stars. Du wahrscheinlich österreichische Stars, genau. Österreichische Stars. Tust etwas für die Internationalität. Ich habe gelesen, du bist ja auch jemand, der sich sehr für die Rechte der Kinder einsetzt und karitativ sehr viel schon gemacht hat. War das hier für dich auch heute eine Pflicht, hier zu sein am heutigen Nachmittag? Tag? Ja, definitiv. Also ich setze mich auch für die Kindernothilfe ein. Das haben wir letztes Jahr jetzt gemacht mit der Neuen Philharmonie Westfalen. Das war ein Konzert quasi für die Kinder auf Haiti. Und das war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Und 2 Tage haben wir auch nur benötigt, um das Ganze zu organisieren. Das war einfach gigantisch. Die ganzen Menschen, die da mitgeholfen haben, das war einfach klasse. Und wir haben da ist sehr viel Geld bei rumgekommen und das haben wir natürlich an die Kindernothilfe gespendet. Wie stehst du zu den Roten Nasen? Es ist ein sehr gutes Projekt, wie ich glaube. Lachen ist die beste Medizin, heißt es ja auch. Absolut. Ist es wichtig, dass es so etwas gibt? Auf jeden Fall. Also ich lag ja auch schon mal im Krankenhaus, also wie glaube ich jeder. Und das ist natürlich nicht immer angenehm, wenn man eine Woche zum Beispiel im Krankenhaus liegt oder so. Dann hat man natürlich auch mal Lust, irgendwie ein bisschen Action zu erleben. Und ich glaube, dass die Clowns, die dann da rumgehen, die werden schon für Spaß sorgen. Ja. Das ist eine gute Sache, finde ich das. Danke. Abschließende Frage noch. Du hast mit der U19-Nationalmannschaft Deutschlands, glaube ich, ein Lied aufgenommen. Fast Rubisch war da auch dabei, weil er wird einigen Fußballfans bekannt sein, auch Austria-Trainer. Ja. Hat er immer den Ton getroffen? Ne, die Jungs, also das war ja so eine Geschichte, also der Song Helden gesucht wurde ja zu der Hymne, sag ich mal, für die U21 und die sind natürlich auch noch Europameister geworden, der Song hat natürlich auch noch ein bisschen verholfen, glaube ich, hoffe ich. Und die Jungs, die haben mich eingeladen zum Training, also zur Vorbereitung und ich habe dann halt mein Territorium gezeigt. Ja, also wir sind dann in Hannover gewesen, weil das war in Hannover, als sie sich vorbereitet haben und dann bin ich in Hannover ins Studio gegangen. Und hab denen das so quasi mein Berufsfeld gezeigt. Ja. Und dann hab ich die zum Singen animiert und die haben alle gut mitgemacht. Hat Spaß gemacht. Aber jetzt bist du hier, um deinen neuen Song zu promoten. Wie heißt der? Ab wann gibt's den im Handel? Naja, in erster Linie bin ich erstmal hier, um den Roten Nasen die Roten Nasen zu unterstützen. Und ich habe heute mein Release, also meine Veröffentlichung meiner ersten Single-Auskopplung aus dem 3. Studioalbum, das heißt Dächer einer ganzen Stadt. Und ja, ich freue mich, dass ich eigentlich dazu gekommen bin, ein 3. Album zu produzieren. Gibt es ja auch ein Konzert in absehbarer Zeit wieder in Österreich, in Wien? Also wir werden erstmal die Medienstädte in Deutschland abklammern und ich hoffe, dass man im Frühjahr auch so ein bisschen die Schweiz und Österreich mit und auch Polen, weil ich auch zuletzt auch noch in Polen gespielt habe, auch in Polen angreifen werden und die Leute hoffentlich auch rocken werden. Okay. Thomas, ich sage vielen Dank fürs Interview. Ich habe so Dank. Okay.